Hallo und herzlich willkommen zurück zu Split Second. Ich bin's wieder, euer Hello 1986. Wir gehen in die Innenstadt in den Luftangriff rein. Und wir dürfen uns auswählen, welchen Wagen wir nehmen. Und wir nehmen natürlich direkt bei unserem neuen Coberti GTRS. Denn hier geht's mit dem großen Knall direkt weiter. Den Tooltip hatten wir schon bei Sway, aber das lassen wir jetzt einfach in meinem Raum stehen. Luftangriff! Der Split-Second-Helikopter feuert Raketen auf dich ab. Hat der so dünno alle hier oder was? Markierungen zeigen dir an, wo die Raketen einschlagen. Weiche den Raketen aus, um die Mindestpunktzahl zu erreichen. Bei einer Wellenserie steigt dein Punktemultiplikator. Nach drei Treffern ist dein Wagen Schrott. Wir müssen 35.230 Punkte schlagen. Durften zum Glück unseren Wagen alleine aussuchen. Und wir haben noch drei Leben übrig. Mal schauen, ob wir überhaupt ein Leben verbrauchen. Ich hoffe es. Wäre schön. Boah, der Wagen fährt sich wie eine Eins. Nö, nö, nö. Nö, nö, so einfach. Kriegt ihr mich nicht. Perfekte Welle, 1300 Punkte mit dazu bekommen. Hui, das war aber knapp. Nee, jetzt kriege ich für die zweite Welle nur 1200 Punkte. Was ist das denn für ein Schuh? So hat man hier aber nicht gewettet. Ja, drei Wellen hintereinander ausweichen, um den kompletten Multiplikator-Bonus zu bekommen. Und gerade sieht das ja eigentlich doch relativ sehr, sehr angenehm aus. Oh ja, da geht man nur, ja. Kann passieren, ne? Links, rechts, ja, schieß du mal, schieß du ruhig. Ist alles kein Problem hier. Solange wie niemand auf der Straße unterwegs ist, der uns irgendwie ein bisschen dabei stören kann, finde ich, ist das, mit eins der leichtesten Events jetzt mal so spontan. Naja, hast du dir so gedacht, wa? Hast du dir so gedacht? Ja, komm, die nehmen wir ein bisschen von vorne mit. Die sind wir nicht ganz ausgewichen. Das gab auch direkt Abzüge in der B-Note. Aber das war wieder der volle Bonus. Oh oh. Okay. Die Kurve ist ein bisschen mies gewesen. Aber wir haben schon 25.000 Punkte zusammen. 10.000 Punkte fehlen noch. Dann haben wir das hier auch schon wieder hinter uns. Und der Wagen fährt sich wirklich wie eine Eins. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der fährt sich echt gut. So, der erste perfekte Wellenbonus. Ja, du hast eingeloggt. Ja, gut, das war... Das gab ein paar Abzüge in der B-Punkte, weil es in der B-Note, weil es hier auch etwas eng ist. Aber nur etwas. Ey. So langsam möchte ich hier mal gerne wieder perfekte Wellen haben. Danke. Na, verdammt. Aber im Großen und Ganzen. Ein schön angenehmes Event. Nach dem, was wir davor hatten. Auf jeden Fall. Auch wenn ich eben gerade doch relativ wenig Punkte zusammenkriege. Wir haben erst 25.170. Von wie viel waren es nochmal? 34.000 um den Dreh. Oh, hier, 2100 Punkte. So muss das laufen. Oh, schießen wir aus allen Rohren. Mal 3 Bonus, das ist immer schön. Ach, ich selbst habe nur 34.000 Punkte. Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ah, du bist Erster. Und ich darf noch nicht mehr weiterfahren. Dafür explodiere ich nochmal schön. Haha. Du gewinnst 50 Credits. Noch 100 Credits, um den Coberti Nitro GT400 zu gewinnen. Ja, das ist doch eine Ansage. Die werden wir uns dann noch schnell besorgen. Das Spiel wurde für das Schnellspiel freigeschaltet. Hooray. Auf der Flucht gewinne deinen ersten Luftangriff-Event der Saison und 1, 2, 3 mal daneben. Schaffe beim Luftangriff oder himmlische Rache-Event 3 perfekte Angriffe hintereinander. Ja, haben wir doch mal ein bisschen was gesammelt hier. Für das Ego. Das tut gut, davon wollen wir mehr. Aber erst in der nächsten Folge beim Fähranleger im Elite-Rennen. Ich bin euer Hello 1986, bis dann.